Es gibt zwei Gründe, weshalb der Mensch auf dieser Erde ist. Der erste Grund ist, um zu leben. Und der zweite Grund ist, um die Möglichkeiten dieses Lebens zu erhalten. Wir Menschen sind Gast hier auf dieser Erde und wir dürfen hier sein. Wir werden geduldet, um es in den Worten des Verstandes auszudrücken. Deshalb ist es für uns alle eine wunderbare Herausforderung und gleichzeitig eine wunderbare Aufgabe, dies zu bewerkstelligen. Und diese Aufgabe erfordert, dass wir uns selbst aufgeben. Und das sind, was wir in Wahrheit sind. Jeder Stein, jede Blume, jedes Tier, alles, jeder Mensch, jeder Windhauch, jeder Wassertropfen, alles ist beseelt. Und du als Mensch, so wie du jetzt da bist, in deinem Bewusstsein, in deiner Seele, hast über Jahrmilliarden hindurch all diese Stationen durchwandert. Das heißt, du hast in all deinen Leben davor immer wieder als Wegbereiter fungiert. Du hast immer wieder den Weg für die nächste Schöpfungsevolution, für den nächsten Zyklus im Weitergehen der Entwicklungen den Weg vorbereitet. Das heißt, du bist der Windhauch, den du spürst. Du bist der Wassertropfen, mit dem du dich wäschst. Du bist der Stein, der Boden, auf dem du mit beiden Beinen stehst. Du bist der Duft der Blume, den du wahrnimmst. Du bist das Miauen der Katze, das Grunzen eines Schweins. Du hast all diese Stationen bereits mit deiner Liebe erfüllt und den Weg geebnet für diese Station, in der du jetzt bist. Und ebenso in dieser Phase deines Seelenlebens besteht deine Botschaft darin, dieses Leben in dieser einzigartigen Vielfalt hier auf dieser Erde zu erhalten. Dieser Planet ist ein Unikum. Den gibt es nur ein einziges Mal. In dieser Art und Weise. Es gibt viele, zig Milliarden Planeten, auf denen Leben vorhanden ist, mit dem Unterschied, diese Artenvielfalt und diese Möglichkeiten, die du hier auf dieser Erde vorfindest, die sind einzigartig. Das ist der feine Unterschied. Und du als Mensch hast durch deine langjährige Reise in deinem Schöpfungsprozess
jetzt eine Entwicklungsstufe erreicht, wo du eines der höchst entwickelsten Lebensformen des gesamten Universums darstellst. Sei dir dessen bewusst, wer du bist. Du hast die Möglichkeit, und hier auf diesem Planeten Erde als einziges Lebewesen diese Gabe, dich selbst zu erkennen. Kein Huhn kann das, sich selbst erkennen. Keine Rose kann das, sich selbst erkennen. Lediglich du, wenn du in den Spiegel schaust, kannst du dich als das erkennen, was du bist. Und aus dieser Reflexion heraus ist es für dich bestimmt, dein Leben nach deinen Wünschen zu gestalten. In deinem Herzen ist das oberste Prinzip Glück, Frieden, Zufriedenheit, wie auch immer du für dich es definieren möchtest. Alles Leben beginnt in dir. Die Welt da draußen, die nimmst du so wahr, so wie du in deinem Inneren gestrickt bist. Du kannst im Außen nur das sehen, was du in dir trägst. Und das ist Teil dieser wunderbaren Gabe, dass du dich im Außen erkennen kannst. Hülle dich jetzt ein in einem kristallklaren Strahl, im kristallklaren Strahl der Liebe, der Unendlichkeit, der Vollkommenheit. Du bist da, in deiner ganzen Kraft. Sei dir dessen bewusst. Du bist in jedem Augenblick immer da, in deiner ganzen Kraft. Lebe bewusst im Hier und im Jetzt. Lebe bewusst in deinem Sein. In deinem So-Sein, wie du bist. Du bist als freier Mensch in dieses Leben geboren. Als freier Mensch.
das Leben spricht in einer einfachen Sprache zu dir, in der Sprache deines Herzens, in der Sprache deiner Seele, die nur du verstehst. Ganz einfach. Spüre dich hin. Leg deine linke Hand auf dein Herz und spüre dich. Spüre dich das, was du bist. Es uno mandere. Es ios kendo. Spüre die Liebe von Mutter Erde, wie sie dich sanft berührt an deinen Fußsohlen. Spüre die Liebe von Vater Universum, wie sie sanft dein Haupt berührt. Und spüre deine eigene Liebe in deinem Herzen, in deinem Körper. Du bist dieses Bindeglied. Und genau du, bist der sogenannte Missing Link, das fehlende Glied in der Kette dieser Evolution. Genau du, weil dein Handeln, dein Tun, dein Beitrag, deine Botschaft, die du mitgebracht hast, jetzt benötigt wird, um das Ganze in seiner Vollkommenheit zu ergänzen. Ohne dich, sei dir dessen völlig bewusst, ohne dich hätte das Universum keine Chance zu existieren. Tief in deinem Herzen ist ein Raum. Der Raum in deinem Herzen, der das verkörpert, was du bist.
Und in dieser Kraft deines Herzens benötigst du keine Sprache, keine Worte, sondern nur Gefühl, Liebe. Und genau dieses Gefühl, welches du verspürst an Liebe für deine Mitmenschen, deine Kinder, deine Eltern, deine Freunde. Genau dieses Gefühl, das findest du überall. Überall im gesamten Universum. Überall hier auf der Erde. Jede Kuh mit ihren Kälbern, mit ihrem Kalb verspürt dieselbe Liebe, wie du sie verspürst zu deinen Kindern. Jedes Schwein verspürt dieselbe Liebe zu ihren Kindern, die du verspürst zu deinen Kindern. Jedes kleines Huhn, jedes Küken empfindet dieselbe Liebe zu ihrer Mutter wie deine Kinder die Liebe zu dir empfinden. Das ist das Leben. Und dieses Leben ist jenes, welches es gilt zu erhalten. Denn diese Form des Lebens gibt es nur hier. Und so erkenne du für dich in deinem Tun, in deinem Handeln, welchen Beitrag du für dich geben kannst, damit dieses Leben bestehen bleibt. Jede Pflanze, jeder Stein, jeder Wassertropfen, alles spürt deine Liebe. Alles empfindet dieselben Schwingungen der Liebe, so wie du. Jeder auf seine eigene individuelle Art und Weise. Und du weißt, wie es sich anfühlt, ein Kind in den Armen zu halten. Du weißt, wie es sich anfühlt, von deiner Mutter, von deinem Vater getragen zu sein, geliebt zu sein. Und das ist das wunderbare Geschenk. Das ist das wunderbare Geschenk für alles hier auf dieser Erde. Diese Liebe. Das größte Geschenk, welches du empfangen kannst, ist das Geben von Liebe. Das Geben von Liebe ist das größte Geschenk, welches du empfangen kannst. So bist du in deiner Einheit, in deiner Kraft. Esu manduri ante, ketiamos en tu, en dimanonde que tu, sentieras amor.
öffne dein Herz. Öffne dein Herz und erkenne deine Weite. Erkenne deine wahre Größe. Erkenne dein wahres Sein in dir. Erkenne dich in deinem So-Sein, wie du bist, als das, was du gekommen bist. Ein vollkommenes, ganzes, wunderbares Wesen der Liebe. So spüre nach und fühle nach. Um all dies für dich ganz einfach zu bewerkstelligen, zu erkennen, lass los von dir. Lass los von dir. Von deinen Ansichten, von denen du glaubst, das sind die einzig gültigen. Von deinen Überzeugungen, von deiner Art, die du glaubst, das sei die einzig gültige, richtige Art zu leben. Lass es los. Und erkenne, dass diese Vielfalt an Leben hier auf dieser Erde so unterschiedlich ist und jede Art des Lebens für sich richtig ist. Jede Wahrheit deiner Mitmenschen ist gültig. Jede Ansicht des Lebens deiner Mitbewohner hier auf dieser Erde ist gleichgültig. Egal, welche Sprache sie sprechen, egal, welche Hautfarbe sie haben, Liebe deiner Nächsten heißt keinen Unterschied von Nationalitäten, von Sprache, von Hautfarbe oder vom Gott zu machen, an den sie glauben. Denn die Liebe macht keinen Unterschied. Die Liebe ist. Die Liebe ist da und du kannst sie tief in dir spüren, weil du Liebe bist. Denn schließlich bist du aus Liebe hervorgegangen. Deine Entstehung ist der Hochakt der Liebe. Verbindung zweier verschiedener Aspekte, damit ein neues Leben entsteht. Deshalb bist du Liebe. Und in dieser Kraft, in dieser Einheit, sei einfach da. In dir ruhend, gestärkt, gefestigt in dir, ganz in deinem Sein. Und diese Kraft nimm für dich mit. Diese Kraft trage nach außen. Dieses Gefühl, das du jetzt gespürt hast, das
Tage hinaus in die Welt, auf der dir verliehenen göttlichen Gabe, auf den dir möglichen Fähigkeiten, auf die du zugreifen kannst, mit den Talenten, die du in dir trägst, um dich zu verwirklichen. Das ist das Leben. Das Leben ist nicht da, um dich selbst zu finden, sondern um dein Selbst kreativ zu entfalten. So ist es, so sei es, so wird es immer sein. So sei gegrüßt. Ananarja Kendi. Sentiamos in mano en di. Ketu senava onti. Das Ganze.